Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Immer noch Tragetag. Wir warten schön, bis hier durchgetragen ist, speeden das noch ein bisschen. Gut, wir werden mit 0815 Michi hier ein bisschen bauen, damit hier wieder mehr getragen werden kann. Bis wir mal ein vernünftiges Lager haben. So, weiter tragen, Leute. Der Stahl ist schon mal weg, die Bauteile sind jetzt auch weg. Okay, jetzt kommen die Sachen, die ein bisschen weiter weg sind. Wenn das Holz da weg ist und die Beeren weg sind, dann ist der Tragetag vorbei. Da kriegen auch hier diese ganzen unnötigen Pflanzen, da, diese Psychoid-Müllkacke. Warte, wir machen hier mal gar keine Leichen hin. Nur Brocken. Denn die Leichen werden da gelagert. Aber die Brocken müssen noch weggearbeitet werden. Hier, wir ziehen den auch mal aus, damit wir auch die Kleidung zerlegen können. Nikolai macht das ganz gut. Oha, da war aber richtig Klamotten drunter. Ich dachte, okay, der hat eine Burka an und dann das war's. Und die Schutzweste wäre am besten zu waschen, ne? Jetzt prügeln die sich schon wieder. Micha machte sich lustig über 0815 Michis Kieferpartie. Das brachte 0815 so sehr in Rage, dass er eine Prügelei begann. Wieso, Micha, warum tust du Michi auch hier immer provozieren? Und Michi, warum lässt du dich provozieren? Steh doch drüber. Ja, wir bräuchten eigentlich viel mehr Regal für Leder. Außer wir würden aus dem Leder Patchleder machen. Das wäre wieder sinnvoll.
Er wieder sein eigenes Bett zerstört. Vielleicht machen wir das hier beim Leder. Machen wir dieses Pad-Leder nur hin. Wenn ich es finde. Die anderen Leder wären natürlich besser zu verticken, ne? Wo ist denn jetzt dieses Leder? Und wie heißt das? Das gibt's gar nicht. Ach, ist egal. So, Wanderer. Oha. Jetzt habe ich natürlich doof, wie ich bin. Liste zugemacht. So. Wir bleiben beim Würfeln. So. Ivan wird würfeln. Wir machen jetzt einfach, ich mache einen D20. Die 21 wäre jetzt cheesy, aber wenn jetzt einer gewürfelt wird, den wir schon haben, also Micha, Michi, Nikolai, das wird dann wäre wie eine 21. So. Ich würfel eine 14. 14 ist Avia. Oh, wir kriegen auch nur alte Leute, ne? Das ist furchtbar. Gebrechlich und Hörverlust. Freund von Nikolai, ja, das wundert mich überhaupt nicht. Komm, war es nur ein Tragetag. Ist ja jetzt egal. Wir brauchen noch ein Bettchen.
So, damit wird wieder schön gearbeitet. Haben wir alles weggekriegt? Oh ja, tatsächlich haben wir aber alles Holz weggehabt. Perfekt. Da wird auch direkt die nächste Party geschmissen, weil Ava jetzt mit am Start ist. Dicke Party, Party hart. Wir werden hier noch zu einem Seniorenheim. Jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Stoff, das ist gut. Wie viele sind das? Für 8 Tage. Wenn ich das richtig gelesen habe, nur einer. Ist auch nur einer. Michi baut direkt noch eins. Oh, ich hoffe, der Sessel wird gut, ey. Weil Stoff haben wir nicht so viel. Reis, ey. Reis, ey, will hier schon Therapiesitzung machen. Aber ist leider noch nicht fertig geworden. Schon, Michi. Exzellent. Mach ihn meisterhaft. Legendär. Er ist zumindest gut. Wichtig ist, dass die Couch auch durch ist. Komm schon. Ja, die Couch ist auch gut. Das heißt, wir können endlich Therapiesitzungen durchführen. Das ist wichtig. Weißt du, wir haben hier jetzt extra die Regale, ne? Trag das doch direkt in die Regale rein. Damit das hier nicht so sinnlos rumliegen muss. Alter, eine starke Hose. Ich frage mich, wann die erste Therapiesitzung kommt. Das Therapiebüro. Ja, das muss halt noch verschönert werden. Ja, sind ja dran. Sind dran. Reis, ey, kümmert sich hier auch mal um die Küche. Das ja sonst keiner macht. Was macht eigentlich Micha die ganze Zeit? Kümmert sich wirklich um den Anbau? Ah, ich glaube, wir brauchen jetzt gerade auch nicht mehr so viel Medizin. Ja, komm, eine Fuhre Medizin lassen wir noch durchgehen. So, Bergbau wäre jetzt auch erstmal durch. Außer wir bauen direkt die Zimmer. Ich bin echt
drauf und dran, den Quality-Builder auf normal zu setzen. Oh, endlich. Es funktioniert. Kriegen die eigentlich einen Debuff wegen Dunkellicht? Ach so, bei dem werden wir nichts ändern, er ist ja Flüchtling. So, der Kühlschrank wäre theoretisch fertig. Ich würde aber ungern hier diese Kühlteile bauen. Sondern ich würde tatsächlich dann eher, da ich das ja jetzt oft benutzt habe, hier die Multisplit-Klimatechnik bauen. Weil ich die cooler finde. Aber die müssen wir natürlich erst erforschen. Aber es wird ja gerade geforscht. Schön, dass Reis, ey, kriegt einfach mich aus dem Zimmer. Was soll denn das? Ja, und das müsste eigentlich auch Michas Zimmer sein. Machen wir es zumindest so. Ach. Ich hoffe, der wird endlich mal hier vernünftig. Auf jeden Fall schon mal die Batterie. Ah, sehr schön. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal auch hier auf Leder, weil... Ja. Ich mache den trotzdem mit an, aber... Wir werden wahrscheinlich mehr unterschiedliches Leder haben. Was ist das für eine Armee? Sind die von denen? Armee von kleinen Viechern. Bevor Micha durchdreht, schicken wir ihn in den Todesschlaf. Darf's nur nicht vergessen. Aber noch ist er komplett grün. Flickleder heißt das. Aber
mal guckt, das Flickleder ist natürlich am wenigsten wert von allen. Das heißt, falls wir es dann verkaufen wollten, wäre es nicht so gut. Mafia geht's auch nicht gut. Da wird hier gut an der Therapie gearbeitet. Keine Eroberung, das ist eher schlimm. Einfach das Bett abgerissen, während Conan, der war da schön am Ratzen war. Ah, guck mal, Michi wird immer besser. So, die ganzen Regale sind jetzt schon durch. Na gut, er ist jetzt auch endlich 10. Wie lange der braucht, um so einen Stuhl zu bauen? Sklavenhalsband und eine Kinderhose. Na, können wir irgendwann verticken. Weiß zwar nicht, was das aussagen soll, dass wir uns Kinder anschaffen sollen und die als Sklaven halten sollen oder was? Oder was soll diese Geste mir sagen? Schon fast Stufe 11. Der Glaube ist gefallen, so muss das sein. Ihr müsst alle den Nachtschatten beitreten. Hat da gerade einer Tiere gedroppt oder bekommen? Und dann, warum hat der Tiere bekommen? Ich glaube, es war ein Fähigkeiten-Drop. Und der war über 10. Macht schon Sinn, wenn der da runtergeht. Ach. Jetzt kommt hier die gute Ambrosia. Ja, trag doch mal das ganze Holz hier mit runter und das ganze Zeug. Mach das mal. Ey, man, ich sehe gerade, wir sind wieder die ganze Zeit im Speedy. Ey, man gewöhnt sich so schnell an den Speedy, ne? Oder war das jetzt zu hektisch für euch? Ne? Für mich war das schon fast wieder wie die Standardgeschwindigkeit. Sehr furchtbar. Okay, Michas Stimmung ist bei der Hälfte. Das heißt, bald muss der Todesschlaf einsetzen. Und noch ein Run bis hier oben.
Komm, Arya, nimm alle mit. Sehr schön. Alter, dieser Stuhl, ne? Michi kriegt's nicht hin, diesen Stuhl zu bauen. Oder baut den extra scheiße, damit er schön weiter Erfahrung sammeln kann. Probiert immer neue Dinge aus. Ah, jetzt muss er erstmal Therapeut spielen, ne? Ob wenn der Raum besser ist, ob das hier schneller abgebaut wird, das wäre schon geil. Eine erfolgreiche Sitzung. Der will unbedingt Pilze essen. Na, 0815, ein richtiger Therapeut. Ein 0815-Therapeut. Jetzt schreibt Michi in die Kommentare, ich bin tatsächlich Therapeut. Ein 0815-Therapeut. Kobra Berserker, Meister der Fraktion Bündnis von Choco, hat erfahren, dass Rice in deiner Schattenstadt zu Gast ist. Er ist mit Rice verfeindet und will ihn tot sehen. Er wird dir folgende Belohnung schicken, wenn du alle Mitglieder der Fraktion tötest. Das ist ein richtig gutes Angebot, ne? Sekunde mal. Keine Punkte, das heißt, das ist keine normale. Ich glaube, das ist auch nur für den Quester. Bündnis der Choco. Bündnis der Choco hier. Mit dem kann man aber Pluspunkte machen. Rice ist auch der Anführer. Ich glaube, der ist auch alleine. Ich will den eigentlich nicht killen, aber die Belohnung. Ist schon krass. Wir hätten wir hätten Energie so halt, ne? Das ist schon eine starke Questbelohnung. Sind wir Verräter? Das wird sich auf jeden Fall rumsprechen. Ne, Karma existiert. Ich meine, was bringt die Small? 500 Watt? Oh, sorry.
Ich lasse den Quest mal offen. Und dann könnt ihr mir ja sagen, was ihr gemacht hättet. Wir werden jetzt Rice erstmal nicht überfallen, weil wenn sich das rumspricht, wir wollen ja noch eine Besucherfiliale öffnen. Wenn wir dann natürlich die Leute verraten, dann fühlen die sich nachher noch unsicher bei uns. Auch wenn es total easy wäre, weil es nur eine Person ist. Das heißt, wir müssen nicht mal alle killen, sondern nur eine Person. Und wir hätten keine rechtlichen Konsequenzen. Weil es ein Flüchtling ist. Vielleicht kann ich auch einfach nicht so ein großes Arschloch sein und einfach einer Person, ja, die uns hier die ganze Zeit hilft, ne, die nette Dame hier, die dann einfach abzuschlachten. Warum kümmert ihr sich gerade hauptsächlich ums Tragen? Und Reinigen? Guck mal, Avia kann noch forschen. Oh, jetzt wird repariert, das heißt, wir haben alles auf gut. Und als nächstes werden die Böden und Wände geglättet. Darauf warte ich schon die ganze Zeit tatsächlich. Das bedeutet aber auch, wir haben kein Holz mehr. Ich muss mal hier mal wieder Ernte anmachen. Da kommt Fleisch. Pilze. Menschenfressende Pilze. Oh nein, die haben Skaria. Werden uns diese menschenfressende Pilze verschlingen? Oder werden sie in den Fallen drauf gehen? Werden sie die Fallen überwinden? Das werden wir erfahren in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.